Wer ist wieder da? Und nach dem ganzen geilen Scheiß, den wir jetzt hatten, in der letzten halben, dreiviertel Stunde, kommen wir zum Battle. Ne, ich habe keine Steuergeräusche auf dem Menü, aber Flatout Ultimate Carnage ist das Game der Wahl. Flatout, das Original, ist schon alt. Ich glaube 5 Jahre oder so, 4 Jahre. Das allererste meinst du? Nee, also das, auf dem das eigentlich basiert. Also sogar das ist schon 5 Jahre alt. Sogar das ist schon 5 Jahre alt. Okay, ich weiß nämlich noch, dass wir das damals bei Peter im Keller immer gespielt haben. Als wir noch kleiner bestimmt waren. Haben wir nicht Flatout 2 immer im Keller gespielt? Ich glaube, ja. Wir haben Flatout 2 immer im Keller gespielt. Ach, dann auch mal Flatout 2 gespielt. Ich glaube nicht, dass sie Flatout 2 gespielt hat, ehrlich gesagt. Das wäre nicht so wirklich ihr Ding gewesen. Nicht? Nein. Naja, die war ja bei COD, waren wir die ganz vorne mit dabei. Ja, ganz genau. COD haben wir damals ja nie gespielt. Das ist ja das Witzige gewesen. Nee, stimmt. COD haben wir erst gespielt seit Modern Warfare 1. Genau. Davor waren wir total die Battlefield Pros. Ja. Und CS haben wir viel gespielt. Oh ja, du musst dein Auto noch wählen, du Lutscher. Oh, scheiße. Ihr habt absolut. Genau, auf jeden Fall spielen wir einen kleinen Turniermodus und zwar Flatout basiert halt, ist eigentlich ein Rennspiel, hat aber viele interessante kranke Modi. Unter anderem schon Seeflugbahn von ein bisschen was Stone Skipping. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mal neue ausgesucht, ne? Ja, ist okay. Also, wir haben halt in der Probe nur geprobt. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, was passiert. Was muss ich denn jetzt hier machen? Alles klar. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss so weit kommen, wie man... Ich bin gesunken auf jeden Fall. Ich bin auch gesunken. Ihr müsst wie so Steine ditchen auf dem Baggersee. Ah, okay. So. Ja, gewonnen 172, 125, aber es gibt 3 Runden. Gesamtpunktzahl wird. Moment, wir wollten gleichzeitig jemand starten. Ja, tun wir doch fast. Ja, ja, ich war ohne Spaß. Ein Hundertstel. Ja, weil du gerade einfach drauf gedrückt hast, ohne rüber zu gucken. Boah, das sieht gut aus. Das konnte nix. Bei mir. Weißt du, ich dachte jetzt flitzt der richtig hier einen ab, ey. Ich glaube, ihr müsst gucken, dass der Dummy irgendwie so ein bisschen flach aufkommt auf dem Wasser. Ja, genau, das hatte ich ja vor. So, jetzt geben wir hier Gas. Ja, ich starte jetzt erst. Wie gesagt, also das Coole an dem Spiel ist, wenn man es im Multiplayer spielt, man hat halt die Möglichkeit, dem... Komm schon! Ja, ach, so du geht Ficker! Hat das geschafft! Ist er wieder abgesprungen? Ja. Wieso bist du trotzdem vor mir? Ja, 186 Points, Junge. In your face. 518. Du hast in der letzten Runde trotzdem mehr Punkte gekriegt, obwohl der bei mir gehüpft ist. Ja, aber meiner ist einfach mega weit geflogen. Alles klar, verstehe. Ja. Das Spiel ist also scheiße. Ja, du bist scheiße. Aber interessant an dem Spiel ist auf jeden Fall, ihr könnt es halt mit mehreren zocken. Und das Coole ist im Prinzip, man muss halt nicht die ganze Zeit auf die restlichen Spacken warten, mit denen man zockt, weil man halt seine komplette Runde spielt und erst dann auf den Rest noch warten muss. Das ist echt ganz nett gemacht, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt Dart, was jetzt kommt auch. Weißt du, vorher noch abgesprochen, wir warten auf den anderen, um A zu drücken, damit die Spieler halt in dem Splitscreen-Modus beide das gleiche sehen. Vor mir, by the way. Also shut the fuck up. Boah, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, Junge! Na, okay, fast. Ich glaube, wir sind beide gleich, oder? Gucken wir mal. 13 Punkte. Plus 13 Punkte. Okay, das war A drücken. Und nochmal A drücken. Ja. Okay, jetzt mach ich dich weg. Hast du die Mitte getroffen oder den unteren Bereich? Ne, den unteren Bereich, ja, leider aus der Mitte. Bereich. Ich war ein Stückchen zu... Ah, guck mal, unten links wird gezeigt, wo du hintreffen musst. Ach lol, für die maximalen Punkte. Mhm. Das ist natürlich dumm gelaufen, dass ich jetzt ganz oben das Ding berühre. Bäm! Hast du das getroffen? Ja, Sigi. Ich hab's dir auch wirklich so schnell wie möglich gesagt. Ja, ist ja auch okay. Ich mach dir jetzt auch gar keinen Vorwurf. Okay, lass mal. Scheiß Spasti. Alter, wie soll ich denn da treffen? Guck mal, du hast doch voll viel Auswahl zum Treffen. Deine Oma. Mach das jetzt. Oh, das werde ich nicht schaffen. Ich bin daneben. Vorbei. Ach so, weil du da in der Mitte aufgekommen bist. Wie gemein ist das denn? Oh, der innere Kreis. Lol, okay. Der innere Kreis und am besten linke Seite. Also der... Also machen wir jetzt so. Boah, das sieht gut aus! Das sieht richtig gut aus, Junge! Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das hat der auch getroffen! Okay, das war so. Vorletzte Runde hier beim Kartfahren. Ach Gott, Kartfahren. Beim Kartfahren, ja. Auf jeden Fall. Das ist richtig weiter ohne Spaß. Ich hock dich da jetzt weg. Ja, am Arsch rockst du mich weg. Ich hock dich jetzt richtig hart. Ich weiß nicht, welches das ist, ehrlich gesagt. Welches ist das da vorne? Nein! Ich glaube, ich habe das Falsche getroffen. War mir vorbei! Ich hab die 2 getroffen, nicht die 7.
Boah, da jetzt muss ich Peter, den krieg ich ja nie. Ich hab noch nicht. Ah, Bulls. Oh, sorry. Bullseye. Bullseye. Okay, Bullseye. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das sieht gut aus. Ja! Sauber. Ich hab sogar inneres Bullseye gemacht. Hat er mehr Punkte gegeben? Ja, 50. Ich habe auch 50. Ja, du hast ein äußeres Bullseye gemacht. Bullseye ist Bullseye. Ja, du hast ja 25 gekriegt für deine Runde. Lol, stimmt. Ja, macht aber nichts. Ja, hast trotzdem gewonnen. Ah, aber ich trotzdem gewonnen. Ja, du bist ein Schnittenficker ein bisschen. Ja, richtig. Aber nur die geilen Schnitten. 18 Punkte zu 18 Punkte. Oh mein Gott, lame. Spannung ohne Ende. Ist halt, finde ich das Spiel ziemlich geil. Der Polo ist relativ teuer, oder? Moment, was müssen wir jetzt machen? Oder was kostet nochmal? Das hat noch 18,99 gekostet. Ja, guck mal. Oh, ich hab angedrückt. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Jetzt mal so ganz. Royal Flush. Hallo Leute, wir müssen. Spielen wir Rommi? Ich bin. Erstmal das Ass mitnehmen. Lass mir die zwei mitnehmen. Kreuz zwei. Müssen wir die Straße machen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich versuchen, Royal Flush zu kriegen. Könnte sein. Liegt der Name des Spiels nahe, ja. Das ist vollkommener Spaß. Dann habe ich ja jetzt das schon falsch gemacht, eigentlich. Oder muss ich jetzt den blauen König? Wo ist denn der blaue König? Ganz oben. Oh, fuck. Was hast du? Alter, hat er schon zweimal getroffen? Ja, sehe ich, Junge. Und drücken. Sehr gut. Aber jetzt muss ich die blaue Dame. Wo ist die blaue Dame? Da, alles klar. Kann echt nicht wahr sein. Peter macht das hier gerade echt. Ja. Bam! Wieso versuchst du auch die Karo-Dame zu machen? Du hast doch ganz andere Karten als ich. Ja, ich habe 2 und 5. Ich bin sogar schon raus. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wie kann man denn dann jetzt noch gewinnen? Ich hab den Wert von 12 bis jetzt. Oh, scheiße. Ich bin schon wieder am Fahren. Ich mach zunächst noch ein Pärchen. Karo Bube. Komm schon. Ja. Oh. Nochmal Kreuz-Dame. Das heißt, wenn ich jetzt den letzten versaue und du ein Pärchen hast, hast du gewonnen. Ich hab ein Pärchen auf jeden Fall. Verbindung. Ne, Moment. Wert 50? Verbindung? Okay, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie gezählt wird. Okay, ehrlich gesagt, verstehe ich gerade auch nicht, wie gezählt wird. Da brauche ich jetzt blaue 10. Ach, wenn der Hund ist, aber nochmal die Dame habe ich drin. Gucken, ob das einfach funktioniert. Es gibt keine blaue 10. Wie scheiße ist das denn? Es gibt keine blaue 10. Ich hab jetzt ein Drilling. Bringt mir das irgendwas? Oder ging es einfach nur um die. Ich hab immer noch nur Wert 12. Tja, du hast gewonnen. Hab ich gewonnen. Aber ich meine, okay, du hast gewonnen, okay, auch mag sein, aber ich weiß trotzdem nicht, wie man rechnet. Ich glaube, es ging darum primär, dass man so viele hohe Karten von der gleichen Farbe quasi bekommt. Ja, das könnte sein. Das stand bestimmt noch irgendwo. Wir haben es nur überlegt. Ich glaube auch, ich weiß es aber nicht. So, okay, 2 Punkte Unterschied. Ja, 4 von 6. Jetzt kommt Drone 5, schauen Sie die Flugplan. Okay, das ist viel zu schnell. Man kann sich überhaupt gar nicht den Ladebildschirm durchgucken. Ja, das Spiel ist echt so alt. Field Goal. Oh, diesmal mit jetzt Zeit. Jetzt müsste ich. Wie Zeit? Oh Gott, Zeit. Leute, muss man da jetzt irgendwie durch? Scheiße! Was muss man denn machen? Ich glaube, du musst ein Field Goal machen. Was heißt denn das? Den Dummy durchs Tor boxieren. Genau, den Dummy da oben durchkriegen. Wo oben durch? Durch das Tor. Achso, gibt's hier ein Tor? Das ist diese komische Gabel am Ende vom Spielfeld. Das ist bis gescheitert. Na, okay, wusste ich nicht, wie es geht. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Haben wir ja beide versaut. Ja. Okay. Machen wir Field Goal, kein Problem. Mach mal doch einfach mal. Oh, nach links, du Stück Kot! Tor. Field Goal. Field Goal! Ich dürfte aber schneller gewesen sein. Ja, dürftest du auch. Ja, hast du auch. Okay, nochmal.
Letzte Runde. Ach, gilt generell, wer die beste Zeit gemacht hat? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. ...17.3 habe ich jetzt. 16.72. Oh, nice. Tja. Da hat der Bram gewonnen. Kannst du play? Kein Problem. Jetzt haben wir wieder gleich. Boah, jetzt die entscheidende Runde, oder was? Ne, vorletzte Runde ist jetzt. Das ist fünf. Nicht Quatsch. Ach so, Leute, das ist jetzt erst in das Event von Hochfliegen tief schlagen. What the fucking hell, ey? Ich könnte das schon wieder so schnell nicht lesen. Also sollen wir quasi den Baseballschläger treffen, oder was? Ich glaube schon. Hier ist ein verkackter Ball. Oh, zu hoch. Oh. 63 Punkte. Ich habe 89, ne, ich habe 117. Haben wir jetzt schlecht von mir dann? Oh, ich glaube, es gibt noch Bonuspunkte, wenn ihr da noch in den Handschuh reintrefft. Ja, ich glaube auch. Das habe ich nämlich gerade auch gemacht. Flieg, Bitch! Flieg, Bitch! Komm schon! Ich treffe leider keinen Handschuh. Du auch nicht. Ja. Ah, du hast aber mehr Punkte als ich. Ja, zwei oder so. Wow. Fuck, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Im Massen des Wortes, ey. LOL. Alter, hast du diesen Juicy irgendwas am Start, Piet? Nee, hab ich jetzt gewonnen? Klang gerade so. Ja. Wieso hast du gewonnen? Nein! Ach, das ging um die Höchstzahl. Nein, es ging auch noch um die Höchstzahl. Es ging einfach nur darum, wer die Höchstzahl. Ja, genau, ja. Wie behindert ist das ja, denn? Ja, das wusste ich natürlich vorher. Haha, no sir, hier, weißt du, mit mir nicht. Ja, ich kann jetzt noch ausgleichen, theoretisch. Ja, stimmt, kannst du jetzt noch. Rein theoretisch. Nur ein bisschen höher. Vermeiden Sie. Was soll man vermeiden? Ich glaube, man muss so hoch wie möglich. Okay, verstehe ich. Oh. Bin zu spät gehört. Okay. So hoch wie möglich. Was wartet denn da überhaupt vor uns? Ach so. Okay, damit 131. 106. Ah, geht wieder darum, wer der höchste Zahl hatte, okay. Okay, verstehe. Alles klar, komm schon, Mannequin Fleek. Weiter. Nein, der sinkt zu schief. Der sinkt! Meiner auch! Nein, du Stück Korn! 103 nur, ey. Ja, 76. Okay, der letzte? Okay. Ja. Ach! Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir einen richtig schönen Premium-Flug. Alles Entscheidende jetzt hier bei mir gerade. Boah! 143. Da komme ich, glaube ich, nicht dran. Nein, da komme ich nicht dran. Schade. Nein, ich habe verloren. Ah, das war schön. Erfolg freigeschaltet. Gastgeber. Yes. Bam. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du hast verdient gewonnen. Ah, okay, jetzt wird es weitergehen. Also, man könnte quasi nochmal von vorne anfangen. Man könnte von vorne anfangen, ja, aber das machen wir jetzt nicht. Nö, das aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Nee, kann es nicht geben. Verlassen das Spiel jetzt. Genau, was kostet denn? Da gucke ich jetzt mal kurz nach. Ich habe es nämlich erst 18,99 haben wir. Kostet 20 Euro, aber jemand hat vorher auf Twitter gepostet, dass es bei Kaufland alle vier Flatout-Games für 9,99 gibt. Oh, das ist natürlich günstiger. Ja, schön, dass wir 18,99 dafür bezahlt haben. Ohne Spaß, Steam, Motherfucker, ohne Spaß. Ja, die alten Teile sind da, wenn die gerade nicht im Angebot sind, teilweise echt teuer. Gabe Newell hat uns voll über den Tisch gezogen. Ja. Fucker. So, dann kommen wir zum Gewinnspiel. Oh ja, diese Woche gab es nämlich hier schön was zu gewinnen. Habt ihr natürlich erstmal die Möglichkeit, heute bei uns, machen wir erst DuckTales? Erst DuckTales, oder? Erstmal den Posten, was? Peter, die Gewinner der letzten Woche, und zwar auf Hard Reset Live. Ja, da müssen wir auflösen. Genau, und da müssen wir auflösen, um das ging, und zwar um folgenden Trailer.
Tja, da war ich wohl der Letzte im Spiel. Die richtige Antwort war The Last of Us. Ich habe mich gerade vertan, wir müssen jetzt nicht wegen des Postes auflösen, weil ich habe gerade nur die Gewinner quasi von letzter Woche gepostet und von dem Bioshock-Gewinnspiel, dass da quasi noch ein Trailer davor war. Die The Last of Us-Gewinner, die stehen ja jetzt gerade noch gar nicht fest, sondern bekommen uns noch, von uns noch eine Nachricht. Genau. Aber die, genau, haben was, die müssen wir auch erst wieder raussuchen und brauchen wieder Perse und so weiter, weil da gibt es ja eben auch das Spiel zu gewinnen und das ist ab 18. Und es gab richtig viel geilen Scheiß zu gewinnen. Es gab richtig viel geilen Scheiß zu gewinnen. Und zwar unter anderem zweimal diese mega geile Figur, die hier im Mittelpunkt sind, mit Joe und Ellie. Die jeder von uns hier übrigens gerne hätte. Ja, wo wir Sony gerne die Eier verlecken würden, damit wir die bekommen, aber die wollen es ja eigentlich geben. Aber wir können auch mal ganz kurz einblenden. Dann gibt es natürlich noch diese geilen Kassetten mit dabei. Die habe ich allerdings. Komm schon, steht noch? Die Kassette da unten links im Bild, ja? Die, da ist nämlich der Soundtrack mit drauf und die Kassette ist aber ein weiten USB-Stick. Ja, das ist cool. Was haben wir, zwei oder dreimal das Spiel? Zweimal? Das Spiel haben wir dreimal. Den Soundtrack mit dem USB-Stick fünfmal. Genau, und Handyhüllen für iPhone 4 und iPhone 5. Genau, jeweils dreimal und die Statue zweimal. Genau, und wie gesagt, da werden jetzt Praktikanten durch die Gegend gescheucht, ja, die hier wild rumrennen, Loszettel ziehen und so weiter. So. Und dann den Gewinner ermitteln für die Leute, die Lösung richtig geschickt haben. An dieser Stelle nochmal, ja. Ihr müsst, also es werden nur die Antworten gezählt, die nicht in den Kommentaren darunter stehen oder sonst auf irgendeiner Facebook-Seite, sondern nur die auf Hardwired Live als persönliche Nachricht überbrückt worden sind. So sind nun mal die Regeln. Exakt. Da können wir auch nichts für. Und natürlich haben wir auch dieses Jahr wieder, mein Gott, was habe ich mit diesem Jahr, ey. Und Spaß, genauso wie mit 16 GB Arbeitsspeicher zum Bullshit, weißt du, am Anfang noch. Wir haben aber auch diese Woche einen schönen Gewinnspiel-Post als Gewinnspiel, Kommentar-Gewinnspiel auf Facebook. Und zwar könnt ihr gewinnen dreimal DuckTales, respektive einmal DuckTales für den PC, einmal für die Xbox 360 oder einmal für die PS3. Für den PC stimmt gar nicht. Für Xbox 360, für Wii U oder für PS3. Sorry, für den PC nicht. Hätte ich mich fast vertan. Und damit haben wir gleich alles, was wir rausgeschaut haben, rausgehauen, wa? Genau, Gewinne hier, war Marktschreier, und Fisch, ich hau noch eine Blume dazu und so weiter. Nächsten Trailer gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Natürlich, der nächste Trailer, ja, härter denn je, ohne Spaß, da gab's... Ja. Da gab's was. Aber das seht ihr dann erst, wenn er online geht, genau. Einfach, und natürlich habt ihr die Möglichkeit, nächste Woche wieder mit dabei zu sein in der vorletzten Folge von Pete's Means Hard Reset am 20.08.2013. Und wenn ihr uns bis dahin Langeweile habt und ihr uns verfolgen möchtet, PeatsMeet TV oder alternativ PeatsMeet.de könnt ihr 24/7 einen Livestream gucken, in dem einfach zusammengewürfelt Let's Plays den ganzen Tag runter und hochlaufen und wild von links nach rechts. Tja, und mit einem wunderschönen Nix, ist gut. Mit einem wunderschönen Tschüss, bis nächste Woche verabschiede ich mich. Und das letzte Wort hat Peter die Mutter. Tschüss.